Meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Vortragssaal des Deutschen Museums in München, aber auch liebe Zuhörerinnen und Zuschauer an Ihren Bildschirmen zu Hause, die per Livestream und per YouTube-Chat zugeschaltet sind, herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag. Es ist ein weiterer Vortrag, den der Enable Cluster hier zusammen in Kooperation mit dem Deutschen Museum durchführt. Mein Name ist Kerstin Dressel und ich bin die Geschäftsführerin des Enable Clusters, einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziertem Kompetenzcluster der Ernährungsforschung. Wir sind einer von vier regionalen Clustern hier in Deutschland. Und die Aufgabe, die uns vom Bundesministerium mit auf den Weg gegeben wurde, ist, die Bevölkerung in Deutschland gesünder zu ernähren. Wie alle der vier Cluster ist Enable äußerst interdisziplinär aufgestellt. Und das Besondere an Enable ist nochmal im Unterschied auch zu den anderen, dass wir wirklich von den ganz Kleinen, tatsächlich von den Neugeborenen bis zu den Hochbetagten, alle Altersstufen abdecken. Und das konnte man auch sehen in unseren bisherigen Vorträgen. Seit 2018 sind wir hier dabei. Den Auftakt hat damals unser Sprecher des Clusters, Herr Professor Hauner von der Technischen Universität München gemacht, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie Ernährungstrends sich auf unsere Ernährungsweise auswirken. Wir haben aber auch schon nochmal bei den ganz Kleinen angefangen. Also unsere Studien beginnen buchstäblich mit den Jüngsten, kurz nach der Geburt, noch im Kreissaal. Da haben wir Studien und auch mit Kindern. Und deswegen hatten wir eine der führenden Ernährungsexpertinnen Deutschlands aus unserem Cluster, die Frau Professor Ensenauer, hat sich eben damit beschäftigt, wie können wir auch im Kindesalter ernährungsmitbedingte Krankheiten verhindern. Und das Ganze geht hin, wie gesagt, bis zu den Hochbetagten, wo auch ein Vortrag sich mit beschäftigt hat, wie können wir vital und mobil bleiben, auch im hohen Alter, mit der entsprechenden Ernährung. Und alles dazwischen, also wir haben uns mit Fragen beschäftigt, wie beispielsweise, was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher unternehmen können, um weniger Kunststoffverpackung von Lebensmitteln zu haben. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wirksam sind denn überhaupt ernährungspolitische Maßnahmen, die eingeführt werden, wie zum Beispiel die Zuckersteuer oder die Salzreduktionsstrategie, die gefördert wird hier in Deutschland. Wir haben uns auch mit neurowissenschaftlichen Fragestellungen auch hier im Vortrag beschäftigt, wo es nämlich genau darum gegangen ist, wie wird eigentlich Geschmack und der Geruch von Lebensmitteln bei uns im Gehirn überhaupt verarbeitet? Was wird als angenehm, was wird als weniger angenehm wahrgenommen? Wir haben uns aber auch noch was auch besonders ist im Rahmen von Enable, wir haben uns sehr intensiv und von Anfang an seit 2015 die Kommunikations- und Informationstechnologie mit reingenommen. Das heißt, wir haben mehrere Lehrstühle, gerade auch hier an der Technischen Universität München, die einfach sich damit beschäftigen. Sie kennen das, ist unser Handy, ist das eine gute Möglichkeit, vielleicht sich gesünder zu ernähren? Welche Rolle spielen denn Apps, welche Rolle können Games spielen, um zu einer gesünderen Ernährung zu kommen? Und in einer dieser Schwerpunkte, wo es jetzt gerade im Bereich der Alten, der Vermeidung von Mangelernährung im Alter geht, ist eben eine auch unserer Informatik-Professorinnen, das möchte ich kurz noch erwähnen, die nämlich jetzt ziemlich genau vor 48 Stunden in Christchurch in Neuseeland, dafür ausgezeichnet wurde, für ihr Lebenswerk im Bereich der virtuellen und der Augmented Reality. Und sie hat uns dann nochmal geschrieben, dass sie den Preis verliehen bekommen hat gestern und sagte, und Teile davon sind eben auch im Rahmen unseres Ernährungsforschungsclusters durchgeführt worden. Das freut uns ganz besonders. Und ja, Frau Professor Klinker und unser heutiger Referent sind eben, wie gesagt, im Bereich der Vermeidung von Mangelernährung im Alter sehr versiert und unterwegs. Und da ist eben auch gerade das Thema unseres heutigen Tages, nämlich der 3D-Lebensmitteldruck, eine sehr gute Möglichkeit und sehr vielversprechende Möglichkeit, in Zukunft eben zur Prävention von Mangelernährung beizutragen durch diesen Lebensmitteldruck. Und zwar insbesondere, und vielleicht da einfach kurz noch ein Ergebnis aus unserer Studie, wo der Herr Professor Lötzbeier, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, auch mitbeteiligt war, wo es einfach darum gegangen ist, dass man seitens unserer Forscher in Zusammenarbeit mit Pflegeheimen in Nürnberg genau ausprobiert hat, wie können wir Menschen, die von Schluck- und Kaubeschwerden betroffen sind und deswegen auch von Mangelernährung
tendenziell betroffen sein können. Wie können wir denen helfen, indem wir ihnen statt diese übliche passierte Breikost, was wir, glaube ich, alle kennen aus dem Pflegebereich, die ja nicht besonders schön und nicht besonders appetitlich ist, indem wir die Lebensmittel gerade durch den 3D-Druck, aber einfach in der Textur verändern, sodass sie nicht mehr gekaut werden müssen und gut geschluckt werden können, aber dass sie einfach auch wieder wie ein Lebensmittel ausschauen und nicht ein passierter Brei sind. Wie können wir sozusagen, welche Unterschiede finden wir? Und wir waren wirklich sehr begeistert, weil wir konnten feststellen, dass wir signifikant, nämlich ein Drittel, wurde von den Menschen mehr gegessen, die diese texturveränderten Produkte, Lebensmittel bekommen haben, versus der Kontrollgruppe, die halt die übliche Pflegeheim passierte Kost erhalten hat. Also das hat uns wirklich sehr positiv gestimmt. Und da sehen wir eigentlich auch dieses Potenzial, was so ein Lebensmitteldrucker auch für sich hat. Genau. Ich leite jetzt über zu unserem Referenten des heutigen Tages. Es ist jetzt heute der 11. Vortrag und ich muss auch sagen, es ist jetzt der letzte Vortrag aus der Kooperation zwischen dem Deutschen Museum und dem Enable Cluster, weil im Laufe des Jahres wird die Förderung vom Bundesministerium eingestellt. Das heißt, es wird keine weitere Förderung mehr geben nach 7 Jahren vom Bundesministerium für Forschung. Kommen wir aber heute zu unserem Referenten. Ich darf Ihnen den Herrn Professor Thomas Lötzbeier vorstellen. Herr Lötzbeier hat hier an der Technischen Universität München hat er Lebensmittelchemie studiert und anschließend auch zu Biosensoren promoviert, ist anschließend für 2 Jahre nach Bremerhaven gegangen zum Wissenstransferzentrum. Und war dann noch 2 Jahre bei der Degussa in der Industrie, bevor er dann letztendlich 2003 als Professor an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorn berufen wurde. Und seither ist er dort für den Bereich der Lehre von Chemie, Biochemie und Lebensmittelchemie tätig. Und ich freue mich sehr, Ihnen gleich das Wort zu erteilen. Und zwar auf den Vortrag 3D-Lebensmitteldruck, eine kurze Geschichte. Und ich möchte jetzt noch mal ganz besonders kurz an die Leute im Chat erinnern. Bitte, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, hier auch Fragen zu stellen. Stellen Sie die Fragen. Wir verfolgen das und wir werden anschließend auch den Herrn Lötzbeier einfach konfrontieren mit den Fragen. Und ja, ich freue mich jetzt sehr und ich hoffe, Sie haben einen sehr angeregten Vortrag. Machen Sie sich zu Hause an Ihren Bildschirm bequem und ich übergebe das Wort. Herr Lötzbeier. Ja, Frau. Ja, Frau Dr. Dressel, ist mein Mikro on? Hier ist es an, jetzt müsste es gehen. Also ganz herzlichen Dank für diese nette Einführung. Ich habe jetzt die ganze Zeit nachgedacht, wie kriege ich jetzt Schokolade, Gesundheit und Ernährung zusammen? Ja, mit dem, was ich jetzt als Vorwort mir mitgegeben habe. Aber zunächst mal ganz, ganz herzlich willkommen alle hier im Saal und natürlich auch draußen, die online dabei sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zu dem Vortrag hier eingeladen wurde, weil ich ein großer Fan des Deutschen Museums bin. Ich habe bereits vor mehr als 30 Jahren, während meines Studiums, war ich regelmäßig hier im Deutschen Museum. Sie haben ja gehört, ich habe mit Chemie was gemacht, aber im Deutschen Museum wurde eigentlich meine Begeisterung geweckt für Elektronik, Maschinenbau, das hat gar nichts mit meinem Studium zu tun gehabt. Das ist dann ein bisschen alles wieder verschütt gegangen, weil ich habe mich natürlich auf Lebensmittel dann konzentriert, das war ja mein Fokus. Und dann kam es aber plötzlich wieder. Ich habe nämlich dann plötzlich gelesen, es gibt irgendwas wie 3D-Druck. Ja, das ist noch gar nicht so neu, das Ganze. Gar nicht so alt, das Ganze ist eine Technologie, die sehr neu ist. Und dann habe ich gelesen, da macht jemand was mit 3D-Druck und Lebensmittel, fand ich super. Also genial, also Lebensmittel, Elektronik und Maschinenbau. Und dann habe ich gedacht, ja, Experte im Lebensmittelbereich, also ich gehe jetzt ins Internet und kaufe mir einen 3D-Lebensmitteldrucker. Das war vor ungefähr etwas mehr als 10 Jahren und dann musste ich leider feststellen, ja, sowas gibt es nicht käuflich. Und was ich dann aber gesehen habe, das war
dieses Ding hier. Das gab es nur in den USA, hat damals $2,000 gekostet. Man musste sich rüber senden lassen. Und das sieht jetzt hier eigentlich ganz genial aus, weil es ist zusammengebaut. Ja, nur das Ding besteht ein Puzzle aus ungefähr mehreren hundert Einzelteilen. Jede Schraube da musste man montieren. Und das war so der erste Drucker, und das ist jetzt ein Kunststoffdrucker, der erhältlich war überhaupt. Ja, vorher musste man das alles selber bauen. Das war also soweit der erste Schritt. Jetzt war natürlich die Frage, wie kann man da jetzt einen Lebensmitteldrucker draus bauen? Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben geschaut, dass wir irgendwie den Druckkopf, ja, also hier oben sehen Sie diesen Druckkopf, der dann so Plastik drauf baut, da sehen Sie so einen Hasen aus Plastik, haben wir geguckt, wie kriegen wir so einen Lebensmitteldrucker, ja? Und haben so einen Druckkopf gekauft, was sieht denn hier noch? Der war damals kommerziell erhältlich und wir haben so einen ersten Druck gemacht, danach hat er nicht mehr viel gemacht. Und ja, dann haben wir überlegt, wie können wir das Ganze verbessern. Und es gelang dann, ein paar Studierende für das Thema zu begeistern. Da sehen Sie hier, das war so unsere erste Werkstatt, alles Lebensmitteltechnologen. Keine Ahnung von Elektronik, keine Ahnung von Maschinenbau, aber total begeistert. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass man im Internet alles kriegt heutzutage. Ja? Open Source, viele von Ihnen kennen das. Wenn Sie irgendwas entwickeln, stellen Sie das ins Internet. Und dadurch, dass 3D-Druck relativ neu war, haben das alle Leute dann auch gemacht. So, wir konnten die Software aus dem Internet beziehen und die verbessern, adaptieren. Und wir konnten mit so 3D-Druckern, konnten wir dann eben uns eigene Druckköpfe kreieren, die wirklich auf Lebensmittel zugeschnitten waren. Und es gab viele Rückschläge. Also da hat es oft geraucht, ja, die Platinen, ein bisschen zu viel Power drauf und dann kamen die Rauchzeichen. Dann muss man eine Runde ausgeben, wenn man so ein Rauchzeichen erzeugt hat. Und natürlich auch war das nicht ganz einfach mit den Kunststoffdruckern. Aber nach einem Jahr ist es uns gelungen. Ja, und Sie sehen, das war unser erster. Wir waren stolz, unglaublich, dass dieses Ding losging. Und was man hier sieht, ist, dass man mit 3D-Druckern 3D-Drucker herstellen kann. Nämlich, wir haben diese Kunststoffteile hier hergestellt und die haben wir dann auf einen ganz normalen 3D-Kunststoffdrucker gebaut und dann kam eben nachher die Möglichkeit, Lebensmittel damit in Form zu bringen. Und mit diesem Ding haben wir über 30 verschiedene Lebensmittel drucken können. Jetzt werden Sie natürlich sagen, Lebensmittelbereich und Holz und dieses Ding, ja, also Reinigung und Sonstiges. Also für jedermann ist das nichts. Ja. Es hat sich ein bisschen was getan. Sie sehen hier vorne das neueste Modell. Ich habe es hier nochmal auch für die, die online dazu sind. Das war das, was innerhalb von 10 Jahren passiert ist. Und Sie sehen hier keine Kabel mehr, keine Mechanik mehr, unheimlich gut zu reinigen. Das ist wichtig, wenn man im Lebensmittelbereich aktiv ist. So, ja, das war jetzt diese kurze Geschichte, die ich im Titel hatte. Und ich glaube, jetzt gehen wir mal richtig ins Thema ran. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Nämlich, was ist eigentlich 3D-Druck? 3D-Druck, für diejenigen, die es noch nicht davon gehört haben. Wie gesagt, das erste Patent war 1984 von Chuck Hall. Das begann im Kunststoffbereich. Ich möchte jetzt nicht genauer auf dieses, hier sehen Sie einen Ausschnitt aus diesem Patent eingehen, weil das ist relativ komplex. Im Lebensmittel- und Kunststoffbereich, die Standarddrucker, die sehen eigentlich so aus. Man hat irgendwo hier eine Druckdüse, man hat oben irgendein Material, das Material wird durch die Druckdüse durchgepresst und dann wird schichtweise hier aufgetragen. Und dann entsteht Schicht für Schicht ein Objekt. Wie wir das machen, komme ich später noch dazu. Genauso können wir das mit 3D, mit Lebensmitteln machen. Ja, wir brauchen hier letzten Endes dann halt ja, eine entsprechende Düse auch wieder. Und die Frage, die ich oft gestellt kriege, diese Lebensmittel, die ihr da verwendet, das sind doch sicher keine normalen Lebensmittel. Und wie kann es überhaupt funktionieren, dass man Lebensmittel drucken kann? Und das ist ein ganz alter Prozess. Ja? Nämlich jeder Konditor macht das eigentlich Lebensmittel drucken. Sie sehen es hier mit einer Spritztülle, trägt der einfach Sahne oder andere Lebensmittel Schicht für Schicht auf. Das ist nicht sonderlich toll, was da gemacht wird. Ja, und der 3D-Drucker, Sie sehen es rechts unten, der macht es im Grunde genommen genauso. Nur der einzige Unterschied, wir haben beim Konditor, da führt er das per Hand und der Drucker, der macht das mit so einem, mit einer Mechanik. Und der weitere Vorteil ist, und ich glaube, das sehen Sie hier deutlich an den Unterschieden,
das hier ist viel feiner. Also hier sehen Sie jetzt zum Beispiel so ein kleines Schloss aus Marzipan gedruckt, 3x3x2 cm. Man bekommt also durch den 3D-Lebensmitteldruck eine viel höhere Präzision und kann damit unglaubliche Modelle nachher auch herstellen. Ich zeige Ihnen im Laufe des Vortrags noch einiges. Das Erste, was man braucht, ist der 3D-Lebensmitteldrucker. Und wenn jetzt hier ein paar Ingenieurinnen oder Ingenieure sehen, die wollen natürlich auch ein bisschen Maschinenbau sehen. Da sehen Sie hier, ja, also so sieht das Vorgängermodell von dem aus. Sie sehen also hier, Sie sehen hier so ein Gehäuse. Ja, und in dem Gehäuse sind jetzt mehrere Mechaniken. Da sehen Sie zum Beispiel die Mechanik, die den Kopf hier von vorne nach hinten bewegt. Oder hier ist eine Mechanik, die bewegt das Druckbett von links nach rechts. Oder hier, schichtweise, brauchen Sie natürlich auch noch etwas, was oben nach oben und unten geht. Was wir dann zusätzlich haben, das sehen Sie hier, das ist der Druckkopf. Und der Druckkopf, das werden wir gleich noch sehen, der enthält innen eine Kartusche. Und diese Kartusche hat außenrum eine Heizung, weil wir müssen viele Lebensmittel erstmal aufwärmen, damit die überhaupt druckbar sind. Da komme ich gleich dazu. Die Köpfe sahen am Anfang so aus. Das war einfach eine Standardspritze, wie man sie beim Arzt kennt. Ja, die wurden mit Lebensmitteln gefüllt. Da unten eine Spitze drauf, da oben ein Stempel mit einem Motor angetrieben, rausgedrückt und dann kam das unten raus. Schwierigkeit, Kunststoff leitet natürlich Wärme nicht sonderlich gut. Ja, das ging relativ lang, bis das Ganze temperiert war und ist natürlich jetzt aus Lebensmittelsicht somit Plastik nicht sonderlich gut. Heute sieht das Ganze so aus, wir haben hier eine Stahl, zugelassen für Lebensmittel, Standardmaterial für Lebensmittel, gut reinigbar und wir müssen das Lebensmittel heute auch nicht mehr hier reinpressen, sondern es gibt so fertige kleine Würstel, die man da reinstecken kann und oben kommt ein Stempel drauf und der bringt das Ganze dann zum Laufen. Das Ganze wird gesteuert, ich möchte jetzt nicht im Detail drauf angehen, aber Sie sehen es, durch so ein paar Motoren hier unten, die eben die drei Achsen machen. Das Ganze ist ein kleiner Computer, ja, hier so ein kleiner Mikrocontroller. Und das, was ich eigentlich noch regeln muss, ist, dass die Heizung nicht zu heiß wird. Weil Sie können sich vorstellen, wenn ich da eine Schokolade drin habe und ich bringe die auf 70 Grad, dann war das mal eine Schokolade. Und deswegen muss man das sehr gut regeln. Und hier eben noch der Motor, der nachher den Stempel nach unten drückt. Das ist also soweit die Mechanik. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommen nämlich dann nachher die druckbaren Lebensmittel. Warum sind Lebensmittel überhaupt druckbar? Und ich hatte vorhin gesagt, es gibt 30 verschiedene Lebensmittel, haben wir ja schon mit dem ersten System gedruckt. Weil das, was ich brauche, das haben Sie ja eben schon mal auch in dem kleinen Video gesehen, wir müssen die Lebensmittel in eine fließfähige Form überführen. Und wenn Sie sich mal überlegen, was Sie zu Hause für Lebensmittel haben, dann werden Sie feststellen, dass fast alle Lebensmittel, die wir kennen, egal ob das jetzt ein Kuchenteig ist, egal ob das jetzt Pasta ist, ob das Schokolade ist, ob das nachher vielleicht Marzipan ist, diese ganzen Lebensmittel kann man irgendwie in eine fließfähige Form bringen. Und da gibt es jetzt zwei Grundprinzipien, die möchte ich mal vorstellen. Das ist hier auf der linken Seite einfach die Verflüssigung durch Kraft. Das haben wir ja gesehen jetzt eben schon im Video bei der Sahne. Das heißt, ich nehme einfach einen Spritzbeutel, drücke das und dann fängt die Sahne an zu laufen und wenn sie auf dem Kuchen drauf ist, ist sie plötzlich wieder fest. Das heißt, durch diesen Druck, den ich ausübe, wird das Lebensmittel am Ausgang der Düse viskos oder flüssig und in dem Moment, wo es jetzt auf die Druckplattform trifft, muss es schlagartig wieder fest werden, weil sonst läuft es mehr auseinander. Und da gibt es verschiedene Lebensmittel, ich kann Ihnen zeigen gleich noch, zum Beispiel ganz einfach Kartoffelpüree. Das war eigentlich auch das erste Produkt, mit dem wir angefangen haben. Auf der anderen Seite habe ich Ihnen eben erzählt, dass wir eine Heizung brauchen. Und eine Heizung brauche ich für alle Lebensmittel, die ich erstmal nicht durch Druck in eine fließfähige Form bekomme, sondern die ich erstmal erwärmen muss, damit sie ihre Fließfähigkeit erlangen. Das wäre zum Beispiel die Schokolade ein Beispiel. Ja? Das heißt, hier wird temperiert, knapp über der Schmelztemperatur. Dann wird durch den Stempel die Schokolade hier in einem Strang rausgedrückt. Und was jetzt ganz wichtig ist, damit es nicht verläuft, muss das hier unten schlagartig wieder fest werden. Und dann funktioniert es. Und dann kann man da eigentlich ganz tolle Formen machen. Möchte ich Ihnen mal ein paar Beispiele zeigen.
Da sehen Sie zum Beispiel, das war, und da waren wir unheimlich stolz, das war das erste Schloss aus Kartoffelpüree. Ja, Sie sehen hier unten den Maßstab, 1 Zentimeter. Ja, also das Ganze sind 3 Zentimeter mal 3 Zentimeter mal 1,5 Zentimeter aus Kartoffelpüree. Dann haben wir gedacht, okay, klein können wir auch groß. Ja, das nächste war, ja, jetzt ein paar Gramm, wollen wir zum Kilogramm gehen. Das war dann 6 Monate später unser nächstes Objekt, das war das Schloss Neuschwanstein. Ja, da haben wir nicht mehr von ein paar Gramm gesprochen, sondern wir haben letzten Endes dann nachher von fast 1 Kilogramm gesprochen. Jetzt werden Sie sagen, da brauche ich natürlich einen extrem großen Drucker, damit ich jetzt so nachher ein Schloss drucken kann. Und da kommt was Geniales, was man jetzt im Kunststoffbereich und im Metallbereich nur schwer kann, aber im Lebensmittelbereich. Nämlich dieses Schloss aus Neuschwanstein, man sieht es ja schon, das wurde aus verschiedenen Teilen zusammengebaut. Ja, weil der Drucker, die Kartusche, hat eine Füllmenge von 60 Gramm ungefähr. Da können Sie sich vorstellen, wie viele Kartuschen man hier gebraucht hat, damit man dieses Schloss nachher so herstellen kann. Aber man sieht eigentlich fast gar nirgends, ja, hier sieht man eine kleine Naht, aber das hier sind 4 Stockwerke, ja, die man dann nachher zusammenbauen kann. Das also überhaupt kein Problem. Was gibt es denn noch für Lebensmittel? Ja? Zum Beispiel Backwaren. Man kann verschiedenste Backwaren, und hier sehen Sie zum Beispiel mal einen Druck von Bessée, ja, einfach in die Kartusche reingepackt und dann Schicht für Schicht aufeinander gebracht. Das braucht man auch nicht erwärmen, sondern das wird einfach durch den Druck verflüssigt und dann wieder fest. Was natürlich nicht geht, wären irgendwelche Backwaren, wo jetzt größere Partikel drin sind. Also mit Nüssen oder sowas können Sie sich vorstellen, das geht durch die Düse nicht durch, sondern man braucht hier eigentlich einen Teig, der letzten Endes dann nachher keine Partikel enthält. Aber ansonsten ist die Zusammensetzung dieses Bessées oder eigentlich auch, hier sehen Sie es, der verschiedenen anderen Teige, ist genauso wie ein ganz normaler Kuchenteig oder Plätzchenteig, den wir kennen. Das, was man anpassen muss, nicht jeder Teig funktioniert beim 3D-Druck, das, was man anpassen muss, ist die Fließfähigkeit, das, was ich gesagt habe. Und das kann man aber durch Kombination oder durch Veränderung der Kombination der einzelnen Lebensmittelzutaten hier, also Zucker, Mehl, Wasser oder Ei, kann man diese Fließfähigkeit einstellen, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt und eben experimentiert. Und ein bisschen Ahnung hat natürlich auch. Ähnlich Wurstwaren. Ja, also auch hier, natürlich werden wir hier auch nicht erhitzen, aus Hygiene, weder aus Hygienegründen noch, weil wir es brauchen, weil sonst das Fett ausschmilzt. Ja, Sie sehen hier so kleine Labyrinthe. Das war noch ein Produkt aus diesem Holzdrucker, den ich Ihnen gezeigt habe. So ein kleines Labyrinth aus Leberpastete. Ja, man kann hier sogar zugehen und kommt dann zu dem Grünzeug hier im Eck, wenn man den richtigen Weg nachher findet. Also Sie sehen, der Hauptpunkt, den wir bis jetzt hier hatten, war eben Lebensmittel in ungewöhnliche Form zu bringen, ohne dass man einen großen Aufwand hat. Und da tun sich jetzt selbst Experten schwer, das in so eine Form zu bringen. Ja, vorhin haben wir ja gehört, das Auge isst auch mit, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Das sehen wir vor allem in der gehobenen Gastronomie auch, dass da viel fürs Auge getan wird. Also auch das letzten Endes eine Möglichkeit, die man hier realisieren kann. Diese 3D-Lebensmitteldrucker, muss man sagen, werden heute auch in der gehobenen Gastronomie eingesetzt schon. Dann natürlich auch Milchprodukte. Ja, hier als Beispiel Frischkäse. Ja, auch das, wenn man hier einen Druck drauf gibt, wird letzten Endes dann fließfähig und wieder fest. Und hier rechts bei der Butter, da müssen wir natürlich wieder ein bisschen temperieren, ein bisschen die Temperatur erhöhen, dass es gerade so schmilzt. Und dann kann man hier eben verschiedenste Form dann nachher auch realisieren. Was haben wir denn noch alles? Pasta. Ja? Was Sie hier jetzt sehen, ist was ganz Spannendes. Sie sehen, man muss das Innere nicht ausfüllen, wie Sie das bei einer normalen Pasta kennen. Wenn man so einen großen Pastaklumpen hätte, der würde im Mund ja überhaupt nicht schmecken, sondern ich kann hier Öffnungen lassen, ich kann hier Luft drin lassen. Und Sie sehen, bei der Pasta haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Das eine ist dieser Hummer, Sie dürfen ihn gleich nochmal sehen, der letzten Endes dann nachher
komplett gedruckt wird oder hier ein Druck auf solche Pastascheiben. Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das Ganze kann man natürlich dann nachher, muss man wieder ins Wasser geben, wie eine ganz normale Pasta. Ja, hier sehen Sie nochmal den kleinen Hummer, auch der ja, relativ klein, ein paar Zentimeter nur groß. Und man sieht hier, wie filigran letzten Endes so ein relativ einfaches Drucksystem hier auch in der Lage ist, Objekte herzustellen. Und ja, vielleicht auch hier ein netter Ansatz für Veganer, weil, wenn Sie das jetzt im Kochtopf sehen, ja, da sehen Sie, das sieht ja fast aus wie ein richtiger Hummer. Also von daher so ein kleiner Hummerersatz hier im Kochtopf. Eine der wichtigsten Anwendungen, deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, ja, wie komme ich jetzt aus dieser Story raus, Gesundheit und Schokolade, ist natürlich, dass man auch verschiedenste Pralinenformen herstellen kann. Und was jetzt die Schokolade betrifft, alle, die hier im Saal sind, wir haben da vorne so ein paar Schokoladentäfelchen, die können Sie am Ende des Vortrags dann auch mitnehmen nach Hause. Wir haben hier vorne auch nachher sehen, werden Sie sehen, noch ein paar Objekte. Die Objekte bitte nicht mitnehmen. Ja. Ich habe die nur bekommen unter der Voraussetzung, dass ich die wieder heil nach Hause bringe. Die dürfen Sie aber nachher anschauen, da haben wir verschiedenste Materialien. Sie sehen hier die Praline und diese Praline kann man natürlich dann nachher auch füllen, kann hier verschiedenste Formen ganz einfach auch kreieren und hat dann letzten Endes eine 3D-gedruckte Praline in jeglicher Form. Und was man auch hier wieder sieht, ist eigentlich, obwohl das System ja, wie das hier relativ einfach ist und auch relativ kostengünstig, mit welcher Präzision es hier möglich ist, das Ganze auszuführen. Und da kommt gleich ein Punkt, auf den ich bei einem anderen Lebensmittel nochmal eingehen möchte genauer, ist, die große Kunst ist letzten Endes, dass hier nicht Schicht auf Schicht getragen wird, sondern dass die Schichten auch nachher wieder miteinander verschmelzen. Weil sonst hätte man Einzelschichten, die nachher wieder zerfallen. Das heißt, die Schicht, die draufgesetzt wird, muss eigentlich die Schicht, die drunter ist, wieder etwas in eine flüssige Form bringen und dann müssen die beiden Schichten miteinander verschmelzen. Und das sehen Sie hier bei solchen Gelee-Früchten mal. Ja, hier so ein Jelly. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass letzten Endes ja, diese Schicht, die drauf ist, die untere Schicht wieder letzten Endes leicht verflüssigt, aber nicht so stark verflüssigt, dass das Ganze komplett auseinanderläuft. Weil das wäre natürlich ein Riesenproblem, dann hätten Sie hier kein solches Objekt, sondern Sie hätten dann einen Haufen flüssiger Gelee. Und was man hier jetzt auch sieht, ja, man sieht jetzt hier ganz deutlich, dass keine Schichten da sind, weil das komplett transparent ist, ein komplett transparentes Gel. Und Sie haben gesehen, wie filigran und wackelig das Ganze sein kann. Also das wirklich letzten Endes die Königsdisziplin. Was heutzutage für uns noch eine große Herausforderung ist, wir haben Anwendungen jetzt nicht nur, ich hatte vorhin gesprochen von der Sterneküche, aber wir haben natürlich Anwendungen jetzt nicht nur in der Sterneküche, sondern auch im Catering. Und für die ist es natürlich eine Herausforderung, die wollen nicht 3 Leute oder 10 Leute verköstigen, sondern die wollen letzten Endes 200 oder vielleicht sogar 1000 Personen in einem Catering versorgen und dann wird es natürlich schwierig, selbst wenn ich jetzt für so einen Hummer nur 5 Minuten Zeit brauche, ja, wenn ich 1000 mal 5 Minuten habe, ist es eine extrem lange Zeit. Aber auch solche Serienproduktionen, wie hier sehen Sie, das waren nochmal die Pasta oder hier eben auch solche Schokoprodukte sind möglich. Aber hier arbeiten wir momentan auch noch dran, wie können wir das Ganze schaffen? Da möchte ich Ihnen nachher auch noch ein paar Möglichkeiten vorstellen. Wie können wir eigentlich schaffen, diese Produktionszeiten nachher auch zu reduzieren? Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ja, Sie sehen, was uns selber überrascht hat, ist eigentlich, dass wir einen Großteil der Lebensmittel, die wir so im täglichen Leben, ja, denen wir begegnen, dass wir die eigentlich mit so einem 3D-Druck nachher auch in neue, interessante Formen bringen kann. Egal, ich habe es Ihnen gezeigt, egal ob das jetzt Backwaren sind, ob das solche Molkereiprodukte sind, ja, ob das Süßwaren sind wie Marzipan, hatten Sie gesehen, oder eben Jelly, ob das Pasta ist, ob es Wurstwaren sind, Frucht- und Gemüseprodukte oder eben Snacks
gebackener Art, herzhaft oder süß. All das kann man eben mit einem 3D-Lebensmitteldrucker nachher verarbeiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, das möchte ich Ihnen als nächstes vorstellen, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Was wir schon gesehen haben, ist also der Drucker, wie der ungefähr funktioniert. Und wie kommen wir eigentlich jetzt zu den Vorlagen? Und das ist der erste Schritt. Wenn man jetzt, wenn man jetzt einen Maschinenbauer fragt, dann wird er sagen, ja, da gibt es solche Programme. Das heißen CAD-Programme und mit diesem CAD-Programm, da kann man seine beliebige Form erstellen dann kann man daraus einen 3D-Druck machen. So, jetzt erzählen Sie mal einem Konditor, du brauchst da ein CAD-Programm und dann erstellst du deine Form. Dann sagt er, komm wieder, wenn du was hast, was ich auch bedienen kann. Ja, das heißt, man muss überlegen, wie kommt man zu solchen Vorlagen, und das möchte ich Ihnen vorstellen. Das erste haben wir gerade schon gesagt, das wären diese Computer-Aided Designs, das sind die CAD-Programme, und da gibt es jetzt äußerst komplexe Programme, damit werden ganze Autos konstruiert, aber es gibt auch ganz einfache, kostenlose Programme, das ist zum Beispiel dieses Tinkercad, und jeder kommt eigentlich, der ein bisschen Interesse hat, kommt in dieses Programm innerhalb von einer halben Stunde rein. Also unsere Studierenden, die brauchen keine halbe Stunde, um da die ersten Objekte zu erstellen. Aber so wie ich Ihnen gesagt habe, natürlich für einen Konditor oder für einen Bäcker ist es natürlich eine große Herausforderung. Was gibt es für andere Möglichkeiten? Also im Kunststoffbereich kennt man inzwischen große Datenbanken, die auch kostenfrei sind. Ja, Sie sehen hier mal, ich habe hier mal einen Ausschnitt aus so einer Datenbank geholt, habe hier oben mal als Suchbegriff einfach Schloss eingegeben, und das sind so die ersten 6 Treffer. Da kommen noch hunderte andere hinterher, aber damit können Sie praktisch einen Großteil des täglichen Lebens einfach erschlagen. Das heißt, einfach so ein Objekt letzten Endes sich suchen und dann versuchen, eben das mittels 3D-Lebensmitteldruck letzten Endes dann nachher auch zu produzieren. Die Frage ist, wie könnte man das noch einfacher machen? Und fast alle hier haben, oder alle haben wahrscheinlich ein Smartphone. Und das, was aktuell schon kommt und was in den nächsten Jahren noch viel stärker kommen wird, ist, dass man in den Smartphones Kameras hat, aber nicht nur Kameras, die jetzt Fotos aufnehmen, sondern Kameras, die in der Lage sind, dreidimensionale Bilder aufzunehmen. Und das gab es auch schon vor ein paar Jahren. Also Sie sehen hier ein kleines Video, das wir vor 5, 6 Jahren gedreht haben. Das ist so ein iPad, der hat so einen Aufsatz gehabt mit so einer 3D-Kamera. Ja, Sie sehen hier eine Braut, und Sie wissen, der Braut und Bräutigam dürfen Sie nicht sehen, deswegen muss man da die Braut erst scannen, dann muss man den Bräutigam scannen. Und Sie werden gleich sehen, wir mussten dann noch was machen. Und dann hat man eben so eine 3D-Form. Braut hier, Bräutigam, jetzt müssen wir die zusammenpacken. Ja, darum hat die so einen komischen Stock da auch gehabt. Und das kann man auch softwaremäßig ganz einfach machen, und so haben wir die beiden schon vor der Hochzeit vereint. Und jetzt können wir rangehen, das Ganze auch letzten Endes dann zu drucken. Aber was wir dann noch brauchen, ist ein Vorschritt. Nämlich, der Drucker muss ja irgendwie wissen, wie er drucken soll. Das heißt, wir brauchen jetzt noch irgendeine Software, die aus der 3D-Form jetzt diese Bewegung des Druckers macht, ja, dass diese Schichten Stück für Stück aufeinander sind. Oder dass auch solche ganzen Flächen, wie wir vorhin gesehen haben, ja, wenn er so eine Platte machen soll, dann fährt er ganz eng Schritt für Schritt hin und her. Und das muss ein Programm machen, das in der Lage ist, dann eben solche räumlichen Formen, also dreidimensionalen Formen, in so einen Druckablauf umzusetzen. Und diesen Vorgang nennt man im Englischen Slicing. Der Begriff hat sich eigentlich generell durchgesetzt. Und ich habe es Ihnen hier nochmal etwas größer gezeigt. Also wir hätten hier dieses 3D-Objekt. Und das, was dieser Slicer, so nennt man das Programm, der jetzt praktisch dieses 3D-Objekt so umsetzt, dass beim Druckern nachher genau dieses 3D-Objekt erstellt, der teilt eben das Objekt in solche Wege auf. Das heißt, er sagt dem 3D-Drucker zum Beispiel, ja, geh hier unten an den Anfangspunkt, und wenn du an dem Anfangspunkt bist, beweg dich hier nach vorne mit einer gewissen Geschwindigkeit und dosiere eine bestimmte Menge des Lebensmittels über diesen Weg. Und wenn er an dem Eckpunkt ist, dann kriegt er die Anweisung,
Ja, gehe jetzt nach rechts und dosiere eine bestimmte Menge. Und so entsteht das, was Sie vorhin im Video auch gesehen haben, nämlich Schritt für Schritt dann so eine dreidimensionale Form. Das also der nächste Schritt. Das heißt, jetzt haben wir einen Druckfile, eine Druckdatei, mit der der Drucker hier dann nachher arbeiten kann. Und in der Druckdatei steht eben das drin, was ich Ihnen eben vorgestellt habe. Und Sie sehen, das Ganze geht natürlich komplexer. Ja, Sie sehen hier jetzt mal eine komplexere Form. Und Sie sehen etwas weiteres, das, was wir vorhin schon mal bei dem Hummer auch gesehen haben. Das, was man auch definieren kann in diesen Programmen, ist natürlich, dass wir hier in auch noch Lebensmittel hineingibt, wie wir vorhin bei dem Hummer gesehen haben, und dass wir dann so eine bestimmte Hohlform bekommen. Weil es ist natürlich klar, wenn hier oben ja, so eine Hülle ist und Sie wollen jetzt hier einen Strang Schokolade rüberziehen über eine riesige Fläche, dann bricht die natürlich nach unten ein. Ja, das heißt, da würde kein 3D-Objekt entstehen, sondern dann muss ich hier solche Stützstrukturen nachher einbauen, die mir eben verhindern, dass nachher das Objekt einbricht. Dann als nächstes kommt der 3D-Druck. Ich möchte Ihnen das wieder vorstellen anhand von dem Hochzeitspaar. Das, was wir vorhin schon mal gezeigt haben, oder was ich vorhin schon mal gesagt hatte, mit dem Schloss, das wir zusammengesetzt haben, das sehen Sie hier jetzt auch. Ja? Das heißt, das Hochzeitspaar wird nicht in einem Stück gedruckt. Ja, weil Sie können sich vorstellen, ja, wenn Sie hier einen Kopf haben mit einem Kinn, das weit ein bisschen vorsteht, dann muss der in die Luft drucken und das geht natürlich nicht. Und deswegen ist es im Lebensmittelbereich möglich, was im Kunststoffbereich wenig möglich ist, dass man das eben unterteilt. Ja, hier sehen Sie, ist gerade der Oberkörper gedruckt worden, die Köpfe, die fehlen letzten Endes noch. Und was man dann im Lebensmitteldruck da noch macht, ist letzten Endes eine Nachbehandlung. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten der Nachbehandlung. Ja, die erste habe ich Ihnen gerade schon vorgestellt. Das sehen Sie hier jetzt, also Hochzeitspaar aus Marzipan. Da werden die einzelnen Stücke einfach zusammengeklebt. Und so bekommen wir dann eben, kann der Konditor also verschiedene Stücken dann nachher dieses Brautpaar für die Torte dann personalisiert herstellen. Ja, man kann sogar, was uns wirklich auch fasziniert hat, man erkennt wirklich die Gesichtszüge. Ja. Also die Präzision dieses Drucks ist letzten Endes extrem hoch. Es gibt natürlich auch noch andere Methoden zur Nachbehandlung. Eine hatte ich Ihnen oder andere Möglichkeiten im Lebensmittelbereich. Auch das haben wir natürlich im Kunststoffbereich nicht. Ja, Pralinen haben wir vorhin schon gesehen. Die kann man natürlich mit einer eigenen Füllung versehen. Auch da kann man letzten Endes kreativ werden. Oder hier, ja, wir haben da drüben, glaube ich, auch ein Objekt dabei, was hier mit so einem Goldspray besprayt ist. Das heißt, man kann die Objekte nachher, das waren hier Schokoladenobjekte, die kann man nachher hier auch noch einfärben. Also das die Möglichkeiten, die man im Lebensmittelbereich im Unterschied zu anderen 3D-Techniken auch hat. Jetzt natürlich die spannende Frage. Bis jetzt habe ich von Kau- und Schluckstörung noch gar nichts erzählt und da komme ich jetzt dazu. Wo macht eigentlich 3D-Lebensmitteldruck Sinn? Eine große Anwendung habe ich jetzt vielfach schon erwähnt. Man kann personalisierte Objekte gerade im Konditorenbereich, entweder Pralinen oder andere Objekte, ganz toll machen. Ja, also Sie sehen hier diese Schriftzüge, ja, also jetzt für Hobbybäckerinnen oder letzten Endes Konditoren, auch für den Profibereich. Das kann natürlich ein guter Konditor, kriegt sowas auch hin, aber in der Präzision, mit der Wiederholbarkeit und in der Zeit kann das eigentlich nur der Drucker selber. Dann sehen Sie hier nochmal Schriftzüge. Man kann auch einfach, und es wurde auch gemacht, ja, bei den Objekten, die Sie nachher mitnehmen dürfen, kleiner Schriftzug Deutsches Museum drauf, da wurden einfach die Schokoladentäfelchen unter den Drucker in den Drucker hier reingelegt und dann kann der Drucker direkt die Schokoladentäfelchen nachher bedrucken. Und Sie sehen, es gibt natürlich da auch entweder weiße Schokolade, dunkle Schokolade. Drüben werden Sie auch sehen, blaue, grüne, gelbe Schokolade. Also da kann man alles machen, was man möchte. Dann natürlich Dekoration. Das haben wir zu Hause auch schon gemacht. Wenn man Gäste hat, ist es eigentlich ganz nett, dass man auch so personalisierte Dekoration machen kann. Ja, oder hier so Schokoladenlollis letzten Endes. Und dann natürlich, was wirklich toll ist und auch vom Geschmack her natürlich, was jeder mag, sind Pralinen.
Ja, und Sie sehen, solche Pralinenformen sind, glaube ich, bisher kaum sichtbar. Und der Vorteil ist, mit dem Drucker können Sie letzten Endes beliebige Pralinenformen machen. Dem ist es völlig egal, was er da produziert. Sie müssen ihm nur sagen, wie er es zu tun hat. Das also letzten Endes diese eine Anwendung. Oder eben 3D-Objekte. Ja? Hier links komplettes Schachspiel. Also Sie sehen hier komplettes Schachspiel aus Schokolade. Problem hier natürlich, der Gewinner, der ist nachher tierisch satt, wenn er die Konkurrenzsteine alle essen darf. Aber damit kriegt Schach natürlich nochmal eine ganz andere Spaßbedeutung. Ja, oder hier 3D-Objekte, hier kleine Kirche oder Eiffelturm. Also da hat man die Möglichkeiten, verschiedenste Möglichkeiten jeglicher Art. Das heißt, es geht wirklich darum, Einzelobjekte oft herzustellen, weil diesem Drucker können Sie jedes Mal ein anderes Objekt geben. Wenn das ein Konditor machen soll, nach dem dritten Objekt sagt er, für heute habe ich die Nase voll. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man Produkte herstellt mit individueller Konsistenz. Und damit komme ich jetzt zu den Kau- und Schluckstörungen. Wurde vorhin ja schon angesprochen. Kau- und Schluckstörung, kaum einer ist sich, glaube ich, dessen bewusst. Ja, wir sprechen gerade in Covid von hohen Sterblichkeiten. Jährlich sterben mehrere 10.000 Menschen in Deutschland an einer nicht erkannten Kau- und Schluckstörung. Warum wird die nicht erkannt? Weil wenn ich gerade eine Schluckstörung habe und ich gebe jemandem zum Beispiel eine Flüssigkeit, dann verschluckt er sich. Aber dadurch, dass kein Hustenreflex mehr da ist, merke ich gar nicht, dass der überhaupt sich verschluckt hat. Und es kommt zu einer Lungenentzündung und an der Lungenentzündung sterben eben dann gerade ältere Menschen sehr in großer Anzahl. Und das hat man natürlich erkannt und es gibt dann natürlich auch Möglichkeiten. Was ist das Problem bei solchen Menschen mit Kau- und Schluckstörung? Die können also zu flüssige Produkte können sie nicht aufnehmen, aber auch keine stückigen Produkte. Das heißt, man muss eigentlich diese Lebensmittel pürieren und das, was heute standardmäßig gemacht wird, ja, das ist das Originalbild aus einem Pflegeheim. Ja, das ist ein Frühstück, was man bekommt. Ich nenne jetzt nicht den Originalbegriff der Heimküche, hat mit Erbrechen zu tun. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man sowas jeden Tag zum Frühstück bekommt, hat man relativ schnell keine Lust mehr eigentlich oder verliert sehr schnell die Lebensfreude. Und das haben auch einige Heimküche gesehen und die sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, habt ihr da vielleicht eine Lösung? Und was wir überlegt haben, gemeinsam mit denen, wie können wir jetzt Produkte so aufbereiten, dass sie geeignet sind für Menschen mit Kau- und Schluckstörung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber optisch aussehen wie ein Lebensmittel. Und was man gemacht hat, ist das, was schon vorher gemacht wurde, eben, dass so ein Hähnchen zubereitet wurde. Das Hähnchen wurde nachher püriert. Und statt dass man das jetzt als Brei gibt, hat man hier ein Geliermittel entwickelt auf Basis von natürlichen Rohstoffen, das nachher in der Lage ist, aus diesem Püree wieder eine Form zu machen. Und was man dazu braucht, sind natürlich dann auch solche Formen wie ein Hähnchenschläge, weil das bleibt natürlich nicht in Form von sich alleine aus. So entstanden solche Silikonformen. Und die gibt es natürlich nicht nur für einen Hähnchenschlägel, die gibt es für Erbsen, die gibt es für Karotten, die gibt es für Lachsfilet, die gibt es für... Aber ich brauche natürlich für jedes dieser Produkte brauche ich letzten Endes eine eigene Form. Das heißt, es ist auch mit einem relativ großen Aufwand im Pflegeheim verbunden. Und wer die Pflegeszene so ein bisschen kennt, der weiß natürlich, dass die Pflegeheime überhaupt nicht begeistert sind, wenn es um zusätzliche Zeit und zusätzliche Kosten nachher geht. Das, was uns interessiert hat, und das haben wir vorhin ja auch schon gehört, ist, wie, wenn man solche Mahlzeiten jetzt hat, und hier sehen Sie nochmal ein paar Beispiele, ein gelierter Spargel, ein gelierter Schinken, also sieht aus wie normaler Schinken, schmeckt wie normaler Schinken, nur also Sie können den Schinken nicht hochnehmen, weil der zerfällt Ihnen dann, der ist eben püriert. Oder rechts sehen Sie jetzt hier die Erbsen oder die Wurst,
oder hier, ein Kartoffelpüree. Und das, was uns interessiert hat, und da haben wir dann mit der Frau Professor Volkert von der Uni Erlangen zusammen im Enable-Projekt, wollten wir mal sehen, was hat denn so eine Änderung der Ernährung, was kann das für Auswirkungen haben? Und haben da eben eine klinische Studie angesetzt. Wir waren verantwortlich für diese innovativen Kostformen und eben wir mussten den Heimköchinnen und Köchen dann eben zeigen, wie sie das umsetzen können. Und dann haben wir mal geschaut, was rauskam. Und es hat uns wirklich sehr überrascht, was das Ergebnis eigentlich war. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Sie sehen hier N gleich 16. Wir hatten nur 16 Heimbewohner und Heimbewohnerinnen. Die Schwierigkeit ist hier, in den Pflegeheimen sind ungefähr nur 20, also zum Glück nur 20% der Bewohnerinnen und Bewohner haben Kau- und Schluckstörung. Und sie brauchen natürlich dann schon extrem großes Pflegeheim. Das andere Herausforderung ist, dass viele Menschen ins Pflegeheim erst gehen, wenn das Lebensende ziemlich nah ist. Das heißt, die Verweilzeit liegt so zwischen 3 und 6 Monaten in dem Pflegeheim. Das heißt, wir haben leider auch einige Bewohner dann in der Studie verloren zwischenzeitlich. Was wurde gemacht? Das sehen Sie hier links. Das ist das, was die normalerweise bekommen. Ja, auch hier wieder kein Wunder, dass die letzten Endes, wir haben dann geschaut, wie verändert sich das Körpergewicht, wenn ich diese Kost 6 Wochen, die normale Kost in einem Heim 6 Wochen gebe. Und was sich gezeigt hat, im Schnitt, da gab es natürlich große Abweichungen, haben die Bewohnerinnen und Bewohner 0,5 Kilo Körpergewicht in 6 Wochen verloren. Na, damit kann man ausrechnen, wann die letzten Endes verhungert sind. Und dann haben wir die gleichen Bewohnerinnen und Bewohner, haben wir 6 Wochen lang diese neue, gelierte und eben auch mit Nährstoffen angereicherte Kost gegeben. Und da haben wir gesehen, dass die gleichen, die vorher in 6 Wochen 0,5 Kilo abgenommen haben, hier im Schnitt 1 Kilo zugenommen haben. Man muss das Ganze natürlich ein bisschen differenzierter betrachten, aber ja, man sieht also letzten Endes das, was vorhin auch schon gesagt hat, 2 Effekte. Zum einen, was kaum verwunderlich ist, ist, dass ein Mensch von so etwas weniger isst als von so etwas. Und das andere, was wir natürlich gesehen haben, ist, dass man natürlich durch eine optimierte Nährstoffversorgung nachher auch ganz tolle Effekte erreicht. Auch hier wieder die Schwierigkeit, diese Nährstoffe kosten relativ viel Geld. Und das war auch ein Ziel jetzt der Forschungsarbeiten, zu schauen, wie können wir diese Kosten für die Nährstoffe nachher reduzieren. Zusätzliches Problem ist nachher auch, dass, wie ich schon gesagt habe, letzten Endes der Aufwand für die Heimküche zusätzlich da ist. Und deswegen war die Idee, da jetzt einen 3D-Lebensmitteldruck auch mal anzusetzen und mal zu schauen, na, was können wir mit 3D-Lebensmitteldruck machen. Und hier sehen Sie so die ersten Ergebnisse. Ja, das ist alles das Gleiche, was Sie eben in Form gesehen haben, kann man auch mit 3D-Lebensmitteldruck machen. Hier eben so ein Hähnchenschlägel, da haben wir hier kleine Karotten und Brokkoli. Auch die wieder zunächst püriert und dann 3D gedruckt und wieder in Form gebracht. Wenn man die in den Mund nimmt, zergeht auf der Zunge. Wenn wir in den Heimen sind und wir stellen diese Produkte vor, Menschen, die jetzt nicht unbedingt unter Kau- und Schluckstörung leiden, dann kriegen sie tolle Antworten, die sagen, oh, ist eigentlich nicht schlecht, aber solange ich noch kauen kann, bleibe ich bei meinem Normalen. Ich wollte es auch mal ausprobieren und wir haben bei unseren Studierenden relativ viele mit einer Ausbildung vorher und ich habe mir mal einen Koch geschnappt, habe den über 4 oder 5 Wochen lang jeden Freitag mir so eine Mahlzeit mal herstellen lassen, so eine pürierte Mahlzeit. Was ich an mir selber gemerkt habe, ist, in der ersten Woche war das total komisch. Ja? Also man hat ja eine gewisse Assoziation, wenn man eine Karotte hat oder wenn man nachher so ein Brokkoli hat oder auch so ein Hähnchen. Es war irgendwie anders. Was mich überrascht hat, ist, nach der 3. und 4. Woche kam mir das ganz normal vor. Weil ich wusste, was da kommt. Es schmeckt genauso, es sieht genauso aus und die Konsistenz war ich gewohnt. Das heißt, wenn da eine gewisse Gewöhnung ist, glaube ich, habe ich zumindest bei mir beobachtet, dass ich da eigentlich, was sich da gar nicht mehr dran stört. Aber im ersten Moment natürlich etwas gewöhnungsbedürftig. Herausforderung auch hier, natürlich, ja, wie lange braucht so ein Drucker? Und für so eine Mahlzeit braucht halt so ein Drucker dann schon 1/2 Stunde und das ist einfach viel zu lang für ein Pflegeheim. Das heißt, die Forschungsarbeiten, die wir momentan auch angehen, die wir auch der Zukunft angehen,
zielen vor allem darauf ab, die Präzision haben wir, aber das, was uns fehlt, ist der Durchsatz. Ja, und damit komme ich eigentlich zum Ausblick. Was haben wir letzten Endes, was erwartet uns im 3D-Druck in der Zukunft? Das eine, was ich gesagt habe, wir müssen schauen, dass wir schneller werden. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und hier habe ich Ihnen auf der linken Seite mal eine Möglichkeit aufgezeigt. Wir machen aus einem Kopf zwei Köpfe, vier Köpfe oder sechs Köpfe. Und damit habe ich ein Vielfaches der Geschwindigkeit, weil ich in der gleichen Zeit letzten Endes dann nachher mehr Durchsatz bekomme. Und da arbeiten wir gerade dran, solche Drucker zu entwickeln, die eben letzten Endes größere Mengen auch verarbeiten, also größere Mengen parallel produzieren können. Zweite Limit ist natürlich die Größe der Kartusche. Ich hatte Ihnen gesagt 60 Gramm. Das heißt, hier arbeiten wir an Methoden, da darf ich momentan noch nichts drüber sagen, wie wir eben es möglich machen können, einen kontinuierlichen Druck über 24 Stunden zu ermöglichen und haben da auch schon sehr vielversprechende Ergebnisse. Das ist das eine, was mit solchen Mehrkopfdruckern nachher auch möglich ist. Was ist mit solchen Mehrkopfdruckern noch möglich? Und das sehen Sie hier. Wir haben eben gesehen, die Praline, die man noch von Hand füllen muss. Aber ja, für einen Schokoladier oder für einen Konditor wäre es doch perfekt, er könnte eine Praline in jeglicher Form herstellen und die auch noch automatisch füllen. Und da sehen Sie hier, haben wir das erste Resultat, sieht noch ein bisschen wild aus, noch ein bisschen, da kann man noch ein bisschen optimieren. Das wäre jetzt so eine gefüllte Praline. Der eine Druckkopf, ja, hier, der auf der linken Seite, der hat die Schokoladenhülle gemacht und parallel dazu war immer wieder der zweite Druckkopf da und hat die Füllung reingepackt in die Schokolade. Ja, und so entstehen mehr Komponenten und ich glaube, jeder von uns weiß, ein Lebensmittel besteht nicht nur aus einer Komponente, sondern besteht immer aus mehreren Komponenten. Das heißt, die Zukunft des 3D-Drucks ist letzten Endes wirklich dann nachher der Mehrkomponentendruck. Wo soll es noch hingehen? Und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Sache, glaube ich. Es geht um eine personalisierte Ernährung. Ich hatte Ihnen vorhin erzählt, und das ist ein Ergebnis, das noch nicht mal veröffentlicht, Sie sind die Ersten, die das zu sehen kriegen hier. Ich hatte Ihnen vorhin erzählt, dass wir teilweise eine Unterversorgung an Nährstoffen haben. Aber natürlich nicht jeder verträgt auch alle Nährstoffe. Ja, selbst wenn es Proteine sind. Manche brauchen mehr Proteine, manche brauchen weniger Proteine, je nachdem, was ich auch vielleicht für eine Vorerkrankung habe. Und da sind wir momentan dabei, und das sehen Sie hier, Lebensmittel anzureichern. Ja, das können jetzt Backwaren sein, oder hier sind es wieder diese gelierten Produkte, also hier so ein Kohlrabi. Und Sie sehen, hier haben Sie so kleine Punkte drin, und das haben wir gemacht mit Fetten, das haben wir gemacht mit Mineralstoffen und eben auch mit Proteinen. Das heißt, ich kann jetzt ganz selektiv das eine Produkt anreichern, das andere Produkt nicht anreichern. Das eine Produkt mehr anreichern, indem ich größere Mengen da reinbringe, das andere Produkt eben weniger anreichern. Und das ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in der Zukunft haben. Man könnte noch einen Schritt weiter spinnen, das Ganze, nämlich dass man sagt, da sind wir dabei, wir stellen Lebensmittel eigentlich so her, aus solchen Inhaltsstoffen, Schritt für Schritt, die jemand verträgt. Also jemand, der Glutenunverträglichkeit hat, der kriegt halt irgendeine andere Proteine, aber kein Gluten. Und daraus baue ich aber ganz normale Backwaren wieder auf oder andere Produkte auf. Oder eben Fleisch. Alternativen kann ich damit aufbauen, die spezifisch zugeschnitten sind auf die persönlichen Erfordernisse des einzelnen Menschen. Weil das, was wir immer mehr wissen, ist, dass jeder von uns Nährstoffe unterschiedlich verstoffwechselt. Wer das selber mal ausprobieren will, ja, wir haben das zu Hause schon gemacht, es gibt solche Blutzuckersensoren, die kann man sich in den Arm reinhämmern, die bleiben 14 Tage lang da. Und wenn Sie dann mal schauen, wie Sie auf verschiedene Mahlzeiten reagieren mit dem Blutzuckeranstieg, selbst wenn Sie kein Problem jetzt mit Diabetes haben, ist total interessant. Und das, was man feststellt, ist, dass jeder da anders reagiert. Das heißt, das, was wir erwarten, ist, dass die Personalisierung in der Ernährung in Zukunft noch deutlich stärker wird. Und da haben natürlich die bisherigen Produktionsmethoden ihre Limitierung. Die Lebensmittelindustrie ist zwar in der Lage, millionenfach das gleiche Produkt
zu billigsten Kosten herzustellen. Aber wenn Sie denen sagen, Sie sollen jetzt jedes Produkt anders herstellen, dann haben die mit ihren aktuellen Produktionsanlagen eine riesige Herausforderung. Damit bin ich bei meiner vorletzten Folie, bei der Zusammenfassung. Ich hoffe, ich hatte ein bisschen Appetit Ihnen machen können, auf Lebensmittel selber auch zu drucken mal. Ja, hier werden wir es nachher auch noch live mal zeigen. Und das, was uns selbst überrascht hat, obwohl wir Lebensmittel aus dem Lebensmittelbereich kommen und da auch eine Expertise haben, ist, dass man so viele Lebensmittel eigentlich mittels 3D-Foodprinting verarbeiten kann, in Form bringen kann und, wie ich Ihnen zum Schluss auch gezeigt habe, eben auch ganz spezifisch anreichern kann. Und dabei ermöglicht eben der 3D-Foodprinter, wie er im Englischen heißt, oder 3D-Lebensmitteldrucker, die Möglichkeit, völlig neue Formen auch zu kreieren. Ja, durch die normale Formgebung ist man da sehr limitiert. Und das, was wir in ersten Forschungsarbeiten ja zeigen konnten, ist, dass mittels 3D-Lebensmitteldruck eben auch eine personalisierte Nährstoffzusammensetzung realisiert werden kann. Das ist dann die nächste Stufe der Personalisierung. Ja? Erst die Personalisierung in die Form und dann eben letzten Endes die Personalisierung in der, Nährstoffzusammensetzung. So, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Was ich aber noch machen muss, ist natürlich mich ganz herzlich bedanken. Das, was ich Ihnen hier präsentieren durfte, sind Forschungsergebnisse an über 10 Jahren in nationalen, internationalen, europäischen Forschungsprojekten. Da sind unheimlich viele Partner mit involviert, von den Pflegeheimen, die Sie hier sehen. Ja, diese eine Studie, die ich Ihnen gezeigt hatte mit der gelierten Kost, die wurde in einem Pflegeheim in Nürnberg durchgeführt. Und aufgrund der Ergebnisse, die die gesehen haben, setzen die diese Mahlzeiten heute noch ein. Also dort bekommen die Bewohner, wie in immer mehr Pflegeheimen in Deutschland, auch letzten Endes inzwischen diese gelierte und in Form gebrachte Kost. Ja, dann natürlich ganz klar Enable-Projekt. Herzlichen Dank, dass ich heute hier nochmal den Vortrag halten darf. Ich muss Ihnen auch sagen, ich sitze hier in so einem Sessel, ich habe noch nie so einen bequemen Vortrag gehalten wie heute. Ganz herzlichen Dank auch allen, die hier in der Technik drin waren und natürlich an alle Fördergeber, ja, egal ob sie aus Bayern kommen oder Deutschland oder der EU. Und als letztes natürlich möchte ich mich bei allen bedanken, zum einen hier im Saal und zum anderen natürlich auch an all diejenigen, die online dabei sind. Und wenn ich es jetzt geschafft habe, Ihnen ein bisschen Appetit zu machen auf das Thema, wir haben letztes Jahr, wenn Sie mal tiefer reingehen wollen in den 3D-Druck, wir haben bei der Virtuellen Hochschule Bayern, die hat solche Online-Kosten, haben wir einen kostenfreien Online-Kurs 3D-Druck, und zwar jetzt nicht für Studierende, sondern für jeden, der sich für dieses Thema interessiert. Und dort bekommen Sie eben in kleinen Videos, in kleinen Präsentationen, können Sie nochmal Teile von dem, was ich heute Ihnen erzählt habe, aber auch noch viel tiefer gehende Kenntnisse jetzt gerade im Bereich Metall- oder Kunststoffdruck dann erfahren, weil wir haben diesen Kurs zusammen mit der Hochschule Landshut gemacht, die eben gerade in den technologischen Bereichen da führend sind. Ganz herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Professor Lötzbeier, Sie haben uns sozusagen einen historischen Blick gegeben über die Geschichte des 3D-Drucks bis hin zu der, wie die Zukunft ausschauen könnte. Und vielen Dank dafür. Und vielleicht die erste Frage auch nochmal: Wo sehen Sie denn das größte Potenzial, gerade mit Blick auf personalisierte Ernährung? Also wo sind die interessanten Gruppen? Also ich glaube, man muss da schrittweise denken. Das eine, was ich gesagt habe, das, was aktuell schon der Fall ist und was in den nächsten Jahren kommen wird, ist, dass solche einfachen Drucker zu Hause, in der ganz normalen Küche bei jedem zu Hause eingesetzt werden. Jetzt erstmal, um nur solche kleinen Schoko-Objekte in Form zu bringen, später vielleicht auch personalisierte Snacks hier in der Küche zu Hause herzustellen. Und dann letzten Endes, also wir glauben, dass irgendwann jeder so einen Drucker zu Hause stehen hat, um eben die personalisierte Mahlzeit sich dann zu Hause, da reden wir natürlich von 1-2 Dekaden, bis das Ganze passiert.
Wir glauben im im industriellen Bereich, da wird es auch erstmal kommen im Bereich Bäckerei, Konditorei, weil die den größten Effekt daraus haben in der gehobenen Gastronomie. Und das, was wir gesehen haben, das, was in der gehobenen Gastronomie beginnt, das geht dann eigentlich auch in die Standardgastronomie. Ich glaube, Sie alle wissen, dass die Gastronomie ein Riesenproblem hat, nämlich, dass sie keine Fachkräfte mehr bekommt, keine Köche mehr bekommt. Das heißt, hier muss automatisiert werden. Und dort, wo wir aber das größte Potenzial für die Zukunft sehen, momentan, ich habe vorhin den Blutzuckersensor genannt, es werden andere Sensoren gerade entwickelt. Ja, es gibt Kapseln, die man schluckt, wo man die ganzen Stoffwechsel versorgen kann. Glauben wir, dass es für den Erhalt der Gesundheit immer wichtiger werden wird, dass man auf den einzelnen Menschen personalisiert zugeschnitten die Ernährung nachher herstellen kann. Mhm. Und das ist die Fernversion, ja, wo wir eigentlich hinarbeiten. Gut, gibt es denn aus dem Publikum Fragen? Ich kann mal ein bisschen schauen. Also das Gerät, das kostet jetzt knapp unter 800 Euro. Wir haben hier vorne noch eine Frage, die Dame. Studie. Und zwar wurde da gesagt, dass die gedruckten Lebensmittel mit Nährstoffen angereichert wurden. Wurde die pürierte Mahlzeit auch mit Nährstoffen angereichert? Also bei der Studie die Lebensmittel waren nicht gedruckt, sondern die waren über Silikonform in Form gebracht. Ja, also das vielleicht noch, das ist vielleicht nicht so deutlich rausgekommen, als ich das gesagt habe. Die normalen Mahlzeiten, das war das, was letzten Endes die Heimbewohner bekommen haben, die wurden nicht angereichert. Das, was aber festgestellt wurde, ist, jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, es liegt an der Nährstoffanreicherung, aber das, was vorhin ja Frau Dr. Dressel schon gesagt hat, die Bewohner haben auch viel mehr von einer Mahlzeit gegessen. Das war eigentlich der interessante Effekt, den wir gesehen haben. Also nicht nur die erhöhte Nährstoffanreicherung, sondern eben auch die zusätzliche Mehrmahlzeit. Und das, was wir im Rahmen des Forschungsprojekts auch jetzt entwickelt haben, ist, dass wir einfache Anreicherungen, also zum Beispiel eine Proteinsahne entwickelt haben, wo man nicht gelieren muss, sondern die man eben auch in einem normalen Pflegeheim ohne solche Gelierung dann einsetzen kann, um eben auch dort eine Verbesserung zu erreichen. Hier vorne haben wir noch eine Frage. Warten Sie noch kurz, bis Sie das Mikro bekommen. Ja, danke. Für die Pflegeheime, gibt es da schon so Drucker, die man kaufen kann? Und gibt es da auch irgendwelche Kurse oder Links, wo man sich informieren kann? Ja, also ich wüsste nicht, dass es für Pflegeheime schon Drucker gibt. Es gibt erste Drucker, die eingesetzt werden, aber die haben genau das Problem, dass sie eben für eine Mahlzeit brauchen sie 20 bis 30 Minuten und deswegen ist es in größerer Menge da nicht durchsetzbar. Die meisten Hersteller von solchen Druckern, die haben Online-Kurse oder man kann da auch letzten Endes so Webinare besuchen, um da nachher eine Schulung auch zu bekommen. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, bei dem Drucker, der ist eigentlich so konzipiert, dass man keine Schulung brauchen sollte, um ihn einfach zu bedienen. Online war nochmal das Stichwort. Wir haben hier noch eine Frage, aber Sie dürfen natürlich jederzeit auch zu Hause an den Bildschirmen Fragen stellen. Die kommen bei uns im Live-Chat an und werden hier auch gestellt an den Referenten. Hier vielleicht aber nochmal als nächstes. Wird die Schichtdicke abgestimmt aufs jeweilige Lebensmittel, das was verwendet wird, oder ist das einheitlich? Das ist eine gute Frage, ja. Also die Schichtdicke ist abgestimmt auf nicht unbedingt nur auf das Lebensmittel, sondern ist abgestimmt auf die Präzision, die Sie benötigen. Also was Sie vielleicht, wenn Sie nachher die Objekte, Sie dürfen die gerne auch mal in die Hand nehmen, bitte nicht essen die Objekte, die wir jetzt offen stehen haben, weil die natürlich nicht hygienisch sind. Was das Interessante auch ist, das hatte ich vorhin nicht erzählt, bei den Pralinenformen, so dünne Schokoladenwände kann ein Konditor gar nicht herstellen, wie der Drucker herstellen kann. Ja? Also dort macht man das sehr filigran. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt so ein Hähnchenschlägel machen, da wollen Sie schnelle Druckzeiten. Das heißt, je größer der Düsendurchmesser ist, desto schneller ist die Druckzeit, aber desto geringer ist die Präzision. Und das ist immer eine Abstimmung. Wie hoch brauche ich die Präzision? Je höher die Präzision, desto länger die Druckzeit. Oder wenn ich geringere Auflösung brauche, habe ich höhere Geschwindigkeit. Frau Gerber? Ich
wollte mal fragen, ob Sie also auch tatsächlich versuchen, Studien zu machen, um auch tatsächlich eine Textur zu produzieren. Also ich denke, für die Schluck- und Kauschwerden Leute brauchen das natürlich nicht, aber für jemanden normalen, der sich tatsächlich ein Protein angereichertes Lebensmittel drucken möchte, der möchte auch eine Struktur haben. Oder eine Struktur oder eine Textur im Lebensmittel. Die ja, also, druckt man ja tatsächlich, man druckt halt Brei. Ja. Und das bleibt Brei. Ja. Also das, was ich hier gezeigt habe, das war jetzt ein geliertes Lebensmittel, aber wenn Sie sich überlegen, Sie hätten jetzt so eine Semmel, ja? die wird ja erstmal aus Teig gemacht. Das heißt, man kann diese Struktur im Teig machen und danach wird es gebacken und dann bleibt die in Form. Ja? Und das ist letzten Endes bei einer Wurst wäre das genauso, die wird ja auch oft erhitzt und dann habe ich die Struktur, dadurch erhalte ich die Strukturen letzten Endes. Ja? Ich kann, das was oft gefragt wird ist, macht Sinn, eine Tomate zu drucken? Also ganz ehrlich, ich brauche keine Tomate drucken, eine Tomate habe ich. Ja. Also wir haben neulich eine Anfrage gekriegt, ja, von einem Fernsehsender, die wollten für einen Burger eine Tomatenscheibe drucken, wo ich ganz ehrlich sage, also was macht das für Sinn? Das macht keinen Sinn. Ja. Eine Tomate hat die beste Struktur, die man sich vorstellen kann, sondern es geht vor allem dann um Lebensmittel, ja, wie Pasta genauso. Ja. Also bei einer Pasta, Sie drucken das erstmal, bringen die Nährstoffe rein, dann wird es in Wasser gegart und dann haben Sie das fixiert. Wir haben hier noch eine Frage. Also mir scheint diese individualisierte Nährstoffzugabe sehr interessant. Mhm. Konkretes Beispiel, ich bin Diabetiker, muss Metformin nehmen. Metformin hat aber den Nachteil, dass es halt auch ein Nährstoffräuber ist. Verschiedene Vitamine, die da halt abgesenkt werden. Und wenn man älter wird, braucht man sowieso zusätzliche Nährstoffe. Will ich mir die zuführen, dann muss ich die halt in Kapseln und so weiter einnehmen. Hat man schnell mal 5, 6 Kapseln beisammen. Das, neben den normalen Tabletten ist das auch nicht so toll. Da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass man das dann irgendwie in einer ansprechenderen Form zuführt und nicht in diesen Kapseln, sondern in entsprechender Dosierung, in einer, wie gesagt, ansprechenderen Form. Sehen Sie da Möglichkeiten? Ja, also das ist genau das, wo wir hinwollen. Ja? Dass wir letzten Endes sagen, ich brauche die Kapseln nachher nicht mehr. Und gerade bei Vitaminen und Mineralstoffen ist das Tolle, dass ich die nur in Spurenmengen brauche. Ja? Und das ist überhaupt kein Problem, das sind solche Produkte, ja? In eine Backware oder in andere Produkte reinzubauen. Und ich habe jetzt sogar die Möglichkeit, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt, in der Backware, Sie haben natürlich das Problem, dass Vitamine auch temperaturempfindlich sind. Wenn Sie die aber ins Zentrum von so einer Backware reinpacken, ja, dann sind die gar keine so hohen Temperaturbelastung. Das heißt, ich kann auch örtlich solche Nährstoffe oder sogar Aromen reinpacken. Ja, ja, das ist genau. Da hinten der Herr noch? Vor ungefähr 55 Jahren kam etwas auf den Markt, das nannte sich TVP, Textile Vegetable Protein. Es war der Versuch, aus Soja etwas Strukturiertes zu machen, dass man im Mund, wenn man drauf beißt oder kaut, eine Haptik hat, ähnlich wie einem echten Stück Fleisch. Jetzt sprachen Sie von Ihren gedruckten Lebensmitteln, die sind geliert. Wie stelle ich mir da die Haptik vor, die dann meine Zunge, mein Mund, mein Rachen erfahren, wenn ich mir so ein Stück Lebensmittel in den Mund stecke und zum Schlucken vorbereite? Ja, also ich glaube, von was Sie sprechen, ist das, was man heute auch in diesen Fleischalternativen drin enthalten hat. Das sind eben diese texturierten Proteine. Und da muss man sagen, die werden ja auch Hitze behandelt, damit diese Texturierung, die werden da jetzt mit einer Extrusion behandelt, also ein Vorgang, wo sehr viel Hitze und hoher Druck aufgewendet werden. Und man muss sagen, prinzipiell bringt der 3D-Drucker erstmal diese Lebensmittelzutaten in Form. Diese Behandlung, die kann ich danach auch noch machen mit Druck oder mit Hitze. Ja. Und da gibt es auch schon Versuche, wo sowas gemacht wird. Das heißt, letzten Endes, wie ich gesagt habe, also diese Nachbehandlungsmethoden, egal ob das Backen ist, ob das Zubereiten ist im Konvektomat oder das Zubereiten in der Pfanne, die bleiben genau gleich wie bei normalen Lebensmitteln auch. Ja, das, was der Drucker hier macht, ist also die
in Form bringt. Oder eben auch kombiniert von den einzelnen Zutaten, wie ich das bei der Nährstoffanreicherung gezeigt habe. Okay, das ist leicht zu verstehen, aber Sie sprachen wiederholt von gelierten Lebensmitteln. Und wenn ich an gelierte Lebensmittel denke, dann denke ich, es muss irgendwas sein wie relativ zähe Sahne oder wie Wackelpeter oder so etwas. Also schlussendlich, wenn man auf den Teller guckt, sieht man halt Erbsen oder Spargel oder was auch immer. Aber kaum steckt man diese Produkte in den Mund, ist das irgendwas, was man mit der Zunge breit quetscht und eine Struktur ist, nach meiner Vorstellung zunächst mal überhaupt nicht vorhanden. Nein, überhaupt nicht. Und deswegen, das war das, wo ich Ihnen das Beispiel gesagt habe, wenn Sie in ein Pflegeheim gehen und Sie geben solche Mahlzeiten Bewohnern, die jetzt keine Kau- und Schluckstörung sagen, da sagen die, also ich finde, es sieht ganz toll aus und es schmeckt auch ganz toll, aber solange ich noch beißen kann, will ich die Textur, die ich habe. Das, was ich Ihnen auch gesagt habe, aus eigener Erfahrung ist, man glaubt gar nicht, wie schnell das Gehirn sich adaptiert, wenn man in so einer Situation ist. Innerhalb von zwei, drei Wochen ist das für das Gehirn gar nicht mehr komisch, so eine gelierte. Also wir reden nicht von Wackelpudding, sondern wir reden eher von einer Konsistenz, jetzt wie zum Beispiel eine Leberwurst hat oder sowas. Ja? Oder was gibt es noch für vergleichbare Produkte? Oder vielleicht so eine Polenta oder sowas. Ja? Also das sind die Konsistenzen, die wir erreichen mit so gelierter Kost danach. Nein, nein, also das ist keine Mahlzeit für einen Normalverbraucher, sondern aber für uns alle war das Beispiel der Backwaren, die ich letzten Endes mit so einem 3D-Drucker in Form bringen kann, Nährstoff anreichern kann und dann kommen die ganz normal in den Ofen rein und das Produkt ist das gleiche von der Textur her wie eine ganz normale Backware. Ich hätte noch mal eine Frage. Sie haben gesagt, man kann es anreichern mit Proteinen, Fetten, Vitaminen etc. Was mich interessieren würde, ist, wie ist es denn mit Ballaststoffen? Wir machen im Rahmen von dem ABLE-Cluster viel Ballaststoffanreicherung. Geht es auch? Also prinzipiell ist eine Ballaststoffanreicherung auch möglich. Wo man da ein bisschen Acht geben muss, wir tun es natürlich leicht mit allen Inhaltsstoffen, die löslich sind. Mhm. Ja, und bei Ballaststoffen haben wir natürlich lösliche Fraktionen und unlösliche Fraktionen. Wenn diese Ballaststoffe jetzt ganz fein dispergiert sind und die Partikelgröße jetzt unter einer bestimmten Größe liegt, dass es nicht sandig ist im Mund, ist das sehr oft auch das Problem, dann ist es kein Problem. Ja? Also solange die Partikelgröße wesentlich kleiner ist als der Düsendurchmesser, können wir auch Ballaststoffe letzten Endes da reinpacken. Man muss nur schauen, wie die Sensorik nachher vom Gesamtprodukt ist, weil die soll ja nicht abweichen. Ja. Gut, ich glaube, wir kommen dann zum Schluss. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen erstmal bedanken, Herr Professor Lötzbeier, für den interessanten Vortrag und natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre vielen interessierten Fragen. Ich möchte mich ganz besonders auch nochmal bei dem Deutschen Museum, allen voran bei dem Herrn Rainer Mehlmann, aber auch bei der Frau Gerber bedanken, dass wir seit 2018 hier aus dem Enable-Cluster heraus unsere Forschungsergebnisse und auch andere interessante Ergebnisse aus der Ernährungsforschung berichten durften. Und ja, mir bleibt jetzt noch kurz die Ankündigung für nächste Woche, den Vortrag, der sich nicht nur mit dem Urknall beschäftigt, sondern eigentlich auch ein Knaller ist. Wir reden von Physik, Triumph und Tragödie, vom Urknall zum Klimawandel bis hin zur Energiewende. Und der Vortragende wird sein Herr Professor Harald Lesch. Also Einladung zu der nächsten Woche zum Vortrag. Und ja, es bleibt noch Ihnen einen guten Nachhauseweg zu wünschen, Ihnen zu Hause noch an den Bildschirmen auch eine gute Nacht. Seien Sie weiterhin interessiert und aus dem, ja, wie es immer so schön heißt gerade, bleiben Sie gesund. Für uns heißt es in jedem Fall, ernähren Sie sich auch weiterhin gesund, bleiben Sie gesund vor dem Hintergrund. Und ja, für die hier sind, haben jetzt einfach noch die Möglichkeit, sich auch wirklich nochmal den 3D-Druck hier live anschauen zu können. Und? Vielen Dank. Und die Produkte und, mitzunehmen. Genau. Ja, genau. Und wir haben Giveaways sozusagen. Die gesunden Schokolädchen. Ja, genau. Ja, herzlichen Dank.
Ja, jetzt ist es.